Hallo, mein Kanal Kai in Thailand. Heute sind wir unterwegs, regnerischer Tag, aber nichtsdestotrotz haben wir einiges zu erledigen. Wir lassen Speisekarte machen und gehen nachher auch noch in ein Restaurant, zeige ich mal, wieder so eine Michelin-Guide-Empfehlung. Echt erstaunlich, muss ich sagen, wie viel das es da gibt. Wir sind ja im Moment dran, wer meinen Kanal verfolgt, dass wir immer wieder auch Touren suchen, dass wir Touren anfahren, verschiedene Plätze anfahren. Und jetzt ist halt auch das Restaurant, müssen wir wieder fertig machen. Dann, wie gesagt, Speisekarten machen wir fertig. Ab dem 5. August werden wir das Restaurant wieder aufmachen. Wird sich aber auch ein bisschen was ändern, da wir ja Touren machen, habe ich ja eben schon mal gesagt, Touren im Angebot haben. Dann werden wir bloß noch montags und dienstags. Montags ist das Barbecue, da mit Vorbestellung. Nichtsdestotrotz gibt es auch anderes Essen, wenn man das möchte. Und dienstags werden wir auch noch aufhaben. Aber Mittwoch, Donnerstag, also der Rest der Woche, haben wir dann das Restaurant zu. Grund der Touren, die wir dann anbieten, das würde kollidieren, das funktioniert dann halt nicht. Wenn man ein Restaurant macht, kann man halt nicht alles machen, es ist halt einfach so. Aber nichtsdestotrotz, wer bei uns vorbeikommen möchte und uns besuchen möchte, der kann das ja dann Montag und Dienstag immer machen. Die ganze Saison über bleibt es so. Und jetzt gehen wir erstmal die Speisekarten machen. Zeige euch das mal kurz, Speisekarte, das ist kein komplettes Buch, das ist bei uns eben nur Karte. Ich zeige euch das gleich mal. Jetzt sind wir in Bang Muang Richtung Takua Pa. Ist ein Laden, Nana Style heißt das. Und hier lassen wir eigentlich immer unsere Visitenkarte oder Aufkleber oder eben auch Menü machen, die man auch Schweißereien dran. Das heißt, wenn du Werbung machen willst vorm Laden, das da aufhängen, machen die das auch, die machen dir die Gestelle. Also von daher, ja, alles aus einer Hand. Die Karten wird sich leicht verändern, aber nicht sehr stark. Deswegen so eine Karte, finde ich, ist ganz praktisch. Kleines Menü und das auf den Tisch gelegt. Easy. Just a new sticker or what you do? Just a new sticker or? Sticker, ก็คือ no? เช็คค่ะ ใช้แบบนี้ได้มันลบได้นะ เราเช็คใช้ตัวนี้เป็นตัวเดิมเลยอ๋อครับแล้วก็แกะปกติใช้ new sticker โอเค 15 Minuten später, aber ja, ist alles okay. Speisekarte, das ändern. Ich muss sagen, das geht eigentlich vom Preis her. Was habe ich gesagt? 950 Baht. Das ist halt, weil man den Grundträger benutzen kann und dann quasi einen neuen, ja, neuen Aufkleber drauf kommt. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Wir können den eigentlich hier nur empfehlen. Jetzt gehen wir weiter zum Michelin Guide Restaurant. Ein paar Schuhe brauche ich, glaube ich, auch noch. Ja, ich glaube, ein paar neue Schlappen brauche ich auch noch. Habe ich immer ganz gern diese Crocs, aber ansonsten, ja, ist immer gut, wenn wir Takua Pa fahren, dann kann man halt immer gleich mehrere Sachen erledigen. Das ist halt bei uns auch so, wenn wir bei Khao Lak ist doch immer noch ein Dorf. Du kriegst schon irgendwie vieles oder alles, aber du musst halt rumfahren. Und ich muss sagen, wenn wir unterwegs sind, jetzt gerade nach Takua Pa, dann nutze ich das natürlich aus und mache dann mehrere Sachen auf einmal. Ja, muss ich sagen, finde ich ganz gut, die Straße. Hier hast du sehr viele Geschäfte und ist eigentlich echt okay. Und dieses Restaurant haben wir eigentlich durch Zufall entdeckt, wieder mal. Wir gehen ja öfters mal irgendwo hin und probieren aus. Essen halt auch mal gerne in unterschiedliche Restaurants. Und hier war es einfach so, ich habe gar nichts gesucht. Wenn ihr in meine Videos mal schaut, da habe ich ja immer wieder Empfehlungen von... Ach, da ist sie. Da habe ich immer wieder Empfehlungen von Michelin Guide Restaurants. Und das haben wir auch immer wieder ausprobiert. Und ich muss echt sagen, die sind schon gut. Das hat nichts mit dem Stern zu tun, aber das ist Michelin Guide, nennt sich das. Und bin da echt erstaunt, wie viele so Restaurants es gibt. Und durch Zufall sind wir in das hier reingelaufen. Das ist auch so eine Michelin Guide Empfehlung. Gibt es aber, ich denke, morgens
vormittags. Aber am Abend haben die zu. Da gibt es dann thailändische Schweinshaxe. Dafür sind sie bekannt. Was auch immer gut ist, ist bei den Michelin-Guide-Empfehlungen, das sind immer wirklich gepflegte, saubere Restaurants. Das macht schon auch was aus. Ja, macht einfach Spaß, da reinzusitzen. Und wie gesagt, das Essen ist meistens auch echt gut. Die Auslage, fertig gehabt. Für die Auslage Chicken, ja, Bauchfleisch oder Schweinshaxe. Tamdai, mei? Thailändische Schweinshaxe. Und das Restaurant. So, gut aus. Ja, sind immer ganz stolz, auch wenn sie tatsächlich auch Besuch aus dem Königshaus hatte oder Prominenten besuchte, wird das natürlich immer gleich gezeigt. Aber auch, sie hat mir gleich darauf hingewiesen, Michelin Guide 2024. Das heißt nicht nur 2024, sondern tatsächlich seit 2023 immer wieder eine neue Auszeichnung scheinbar bekomme. Also ich bestelle immer die Schweinshaxe dann, aber ohne Haut und ohne Fett. Das muss ich echt sagen, das schmeckt mir nicht so. Ist natürlich sehr fleischlastig, aber nichtsdestotrotz gibt es noch ein bisschen Gemüse dazu. Sieht doch gut aus, oder? Gibt es noch eine Suppe dazu? Und die Dorn hat anders bestellt sogar. Was hast du? Ah, du hast mit Schweinebauch und Schweinshaxe, oder was? Ist gemischt? Gemischt, ja. Was auch cool ist, hier gibt es immer Tee. Tee steht hier auf dem Tisch. Finde ich eigentlich echt cool. Und auch, was echt lecker ist, echt raussticht auch. Das ist halt mittlerweile leider so, wenn man irgendwo hingeht, Suppe. Dann Suppe oft mit Pulver gemacht, so Suppe, Maggi, keine Ahnung was. Und hier schmeckt es halt einfach, die ist aus Knochen ausgekocht. Das ist einfach was anderes. Und dauert natürlich ein bisschen länger. Aber die Qualität ist ja ganz andere. Also das schmeckt man tatsächlich. Mir hat es gut geschmeckt. Jetzt 60 Watt für einen Teller Essen, kann man auch nichts sagen. Von daher, gute Empfehlung, muss ich echt sagen, wenn mein Tacuapa ist, das ist auf der Straße, wo die Post ist und die ganze Banke und so, eigentlich im Zentrum, das Zentrum schlechthin, ja, leicht zu finden gegenüber von der Kassikon, sage ich mal, Kassikon Bank. Wir fahren jetzt weiter, wir gehen jetzt noch auf den Markt, muss noch was holen, dann habe ich ein Problem mit meiner SIM-Karte, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich habe jetzt schon eine Weile die mobile Daten, also so SIM-Karte mit mobile Daten. Und irgendwie kann ich aus Deutschland nicht mehr anrufen, wäre übers Festnetz. Klar, meistens geht es halt übers Internet, WhatsApp und so weiter. Aber manche Leute rufen mich halt dann auch noch mit normal übers Netz an. Und es geht irgendwie nicht mehr. Komischerweise habe ich jetzt schon festgestellt, weil mir es öfters gesagt worden ist, dass die Nummer nicht verfügbar ist, wenn man aus dem Ausland, also aus Deutschland hauptsächlich, hier anrufen möchte. Das muss ich jetzt noch klären. Hey, ich geh gucken da. Ja, ist schon klar. Sind wir am Bixi, gucke wegen meinem Handy. Meine Frau ist schon gerade wieder happy. Da gibt es eine neue Lade auf dem Parkplatz. Alles 19 Bar, da kostet alles 19 Bar. Da gehe ich gleich mal gucken. Gehen wir mal gucken. Ach Gott. Alles 19 Bar. Die Musik ist auch witzig. Na jo, ein großer Laden. Da ist echt was los, Alter. Ich muss sagen, war schon lange nicht mehr hier. Der Laden hat jetzt gerade aufgemacht, 19 Bad alles. Ein Riesenlade, da ist echt viel los drin. Und dann, was mir auch erstaunt,
Hier hinten dran, Deko, keine Ahnung, ein neuer Moped-Shop. Das wäre wahrscheinlich chinesische Rollerei oder so irgendwas. Aber da gucken wir natürlich auch mal rein. Ja, Überraschung, Überraschung, sind tatsächlich E-Roller. Die werden in Thailand produziert, also die Maschine und der Akku wird in Thailand produziert und der Rest in Taiwan. Muss ich sagen, wird jetzt seit 4 Stunden Aufladezeit, 70 Kilometer Reichweite, ist eigentlich gar nicht so uninteressant eventuell. Und Preis, jetzt das eine Modell 42.000 Baht, ja, okay irgendwie. Oh cool. Das Ding kostet tatsächlich auch 40.900. Ah, aber das ist schon, da sieht man schon den Unterschied. Wenn man die Kabel hier anschaut. Ah ja. Na ja, gut, witzig. Da drin geht's weiter. Ah ja, das sind Spielsachen. War jetzt eine witzige Überraschung, dass sie das hier haben. Auch diese Dreiräder. Und man, das ist eine Spielerei. Aber ich muss mal tatsächlich sagen, die Roller hier draußen, das kann ich mir sogar vorstellen. So E-Scooter, 70 Kilometer ist halt auch noch keine Reichweite irgendwie. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Dann habe ich gerade gefragt, wie es aussieht mit Reparaturen. Das könnte man hier machen. Er sagt, er hat da was zum Reparieren, hat eine Werkstatt dabei. Aber das weiß ich nicht, aber ich werde es sicherlich beobachten. So, jetzt gehen wir aber endlich in den Shop da vorne, damit ich mein Telefon wieder richtig vollständig nutzen kann. Okay, jetzt haben wir es, sollten wir es haben, dass ich auch wieder aus dem Ausland angerufen werden kann. Sie haben irgendwie vergessen, dann Hake wieder freizuschalten. International Roaming, keine Ahnung, was das wieder war. Jetzt probiere ich es heute Abend mal und lass mich mal anrufen. Hoffe ich, dass es klappt. Und dann schon wieder so ein Ding da gesehen. Ist ja auch witzig. 40.000 Watt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mit den Dinger hätte ich wirklich Angst auf der Straße. Ich sage, so ein Zweiradroller, okay. Aber so eine Kugel da, ah nee. Aber ja, gut, bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt, weil die Preise sind ja durchaus okay. Muss man echt sagen, also ich finde die Preise echt okay, vergleichsweise. Aber klar, Qualität, keine Ahnung, naja. Okay, die Dorn hat noch einmal, wenn man schon shoppen ist, dann kauft man sich ja noch Lippenstift. Da ist so ein, ja, Drogeriemarkt. Gut, und ansonsten, wir fahren dann heim. Um noch ein bisschen was anderes zu tun, aber ich denke, für euch reicht es jetzt auch. Bloß mal so ein kleiner Einblick, wie wir unseren Tag wieder verbringen, was wir wieder zu tun haben, wie es weitergeht. Und ansonsten vielleicht den Tipp mal berücksichtigen mit Michelin Guide. Und ansonsten, ja, bis bald in Thailand. Tschüss.